Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Karrieremodus mit Hertha BSC Berlin. Heute ist der zweite Spieltag dran gegen Werder Bremen und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Match und gucken, was wir hier rausholen können. Wir sehen uns auch schon Olympiastadion Hertha BSC gegen SV Werder Bremen. Ja, hoffen natürlich, dass wir auch da wieder drei Punkte rausholen können. Direkt in die erste Aktion, das ist in der 13. Minute, sehen wir Kalou, der passt zu Stocker, der steht frei vom Torwart, aber schießt leider knapp daneben, erste sehr sehr gute Chance. Und ja, dann in der 6. Minute haben wir einen Einwurf, der kommt zu Plattenhardt. Und dann hier Sané am Ball, der passt zu Stocker und der schießt und da ist das 1-0, Valentin Stocker. Da seine zweite Chance und da ist dann das Tor. Da sehen wir schön von Sané abgefangen. Und dann macht Stocker ihn aber ganz sicher rein. Also da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und ja, die nächste Aktion. Das ist nämlich in der 39. diesmal mit Bremen hier, Johansson. Der schießt aber, Kraft hat ihn. Und dann ist Halbzeit 1-0 und wir gehen direkt weiter. Nämlich in der 56. Minute über Junosovic und Pizarro köpft aber Kraft hin. Und jetzt hier 63. Stocker passt zu Ibisevic. Der passt nochmal zurück auf Stocker. Da nimmt das Mega von dem Ball. Der passt zu Behrens. Und der schießt. Ah, und der geht leider vorbei. Und dann in der 87. Minute nochmal eine Ecke für uns hier. Lustenberger köpft aber leider drüber. Ja, dann war's das auch schon. Wir gewinnen 1-0. Zweites Spiel, zweiter Sieg. So kann es weitergehen. Und wir sehen uns direkt im Menü. Aber wenn wir hier nochmal sehen, 0 Schüsse. Na, kann bei einem Tor nicht passen. Aber jetzt sind wir hier im Menü. Und ja, wir sehen, wir haben wenn hart hier rauf. Jetzt haben wir natürlich nochmal ein bisschen Geld. Aber jetzt machen wir auch erstmal das Training. Und ja, mal gucken, welche Spieler wir nehmen. Als erstes nehmen wir mal Vané. Als zweites Haraguchi. Als nächstes Weiser, dann noch Tarkowski, unser Zukunftstorhüter und zuletzt noch unser Innenverteidiger Eihahn. Das lassen wir mal eben simulieren. Ja. Nee, macht gute Arbeit, sonst alles mittelmäßig. Wir sehen Eihahn ist kurz vorm Upgrade, da können wir Hoffnung haben. Und ja, dann gucken wir es nochmal, wo wir noch einen brauchen und ja, ich würde sagen, wir können uns noch einen Ersatz im rechten Mittelfeld holen. Mal gucken, was die Bundesliga ist, da so zu bieten hat. So, stellen wir es mal kurz ein. Bundesliga und höchstens 25. So, wen haben wir denn hier interessantes? Ja, Arabi können wir uns nicht leisten. Dann wäre das ein super Spieler bei Queen. Ja, können wir mal scouten lassen, mal gucken, wie gut er ist. Und ist hier sonst noch irgendwas dabei? Sieht nicht so aus. Nee. Dann gehen wir hier wieder raus. Und ja, guck mal, gehen wir als nächstes müssen. Und wir sehen schon gegen Borussia Dortmund. Also, das ist eine härtere Aufgabe. Und ja, ich würde sagen, wir können mal gucken, wie lange wir noch brauchen, um den zu scouten. Das ist hier eine Liste. Nein, okay, dann gehen wir darüber rein, so noch zwei Tage, okay, dann können wir noch vorne Dortmund spielen, können eventuell noch ein Angebot abgeben. Ja, so, dann ist jetzt auch der Spieltag, dann gucken wir es mal, Abschluss des Studium gehen 1,68 an 1,3 Millionen Wert, ja, kann man mal ein Angebot abgeben, fangen wir mal mit dem Marktwert an, vielleicht nehmen sie das ja schon an, dann geben wir mal Angebot ab. Ja, so sehen wir noch die Mails und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann gegen Borussia Dortmund spielen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Danke fürs Zuschauen und ciao.